ist der Abgeordnete Roderich Kiesewetter aus der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Debatte zeigt, dass wir die drei Maghreb-Staaten nicht ausschließlich mit innenpolitischen Argumenten betrachten dürfen. Das haben Detlef Seif und Michael Kuffer und einige andere auch sehr klar gemacht. Wenn wir auf die Maghreb-Staaten schauen, so erleben wir drei Länder, darunter Algerien, das größte Land Afrikas, die unter einem ungeheuren Migrationsdruck stehen. Drei Staaten, die sich der europäischen Wertegemeinschaft zumindest auf der politischen Ebene und in manchem zivilgesellschaftlichen Bereich eng verbunden fühlen. Staaten aber, die Millionen von Jugendlichen, Millionen von jungen Menschen haben, die trotz Ausbildung keine berufliche Perspektive haben. Dass die ihr Heil jenseits des Mittelmeers suchen, liegt auf der Hand. Wenn wir also diese drei Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären, so spricht einiges dafür, es ist angesprochen worden. Es gehört auch dazu, dass dann innerhalb von 2 Jahren eine Evaluierung zu erfolgen hat und dass die Länder getrennt für sich zu betrachten sind. Man kann so eine Entscheidung auch revidieren. Aber das ist der innenpolitische Teil. Ich möchte als Außenpolitiker einen anderen Aspekt mit ansprechen. Diese drei Länder unterliegen einem großen Demografiedruck. Diese drei Länder sind sehr unterschiedlich regiert. Algerien wird in den nächsten 2, 3 Jahren einen Regierungswechsel haben, mit vermutlich sehr schwierigen Folgen in diesem gerade noch befriedeten Land. Und Marokko und Tunesien sind auch auf dem Weg in eine gewisse Stabilität. Wir unterstützen sie. Wenn wir aber mit diesen Staaten zusammenarbeiten wollen und sie wollen sichere Herkunftsländer werden, reicht es nicht aus, sie zu solchen Staaten zu erklären, sondern das muss begleitet werden mit einer Reihe anderer Maßnahmen im Rahmen der migrationspolitischen Zusammenarbeit. Ich möchte ein paar nennen. Kollege Kiesewetter, gestatten Sie eine Bemerkung oder Frage der Kollegin Keul? Gerne. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Kiesewetter, dass Sie die Frage zulassen. Ich finde es sehr gut, dass Sie hier auch einmal die außenpolitische Dimension dieses Themas aufgreifen. Aber gerade deswegen frage ich Sie, ob eigentlich Ihnen bewusst ist, was diese Anerkennung als sicherer Herkunftsstaat für eine politische Symbolik hat auf Länder wie Marokko, aber auch Tunesien. Wenn nämlich zum Beispiel der marokkanische König das für sich als Qualitätsmerkmal belegt, weiter in der Westsahara-Krise nichts unternehmen zu müssen, hinsichtlich der Menschenrechtssituation nichts unternehmen zu müssen, weil er darauf verweisen kann, dass doch zum Beispiel auch Deutschland ihn als sicheren Rechtsstaat anerkannt hat. Oder Beispiel Tunesien. Wir begleiten Tunesien dahin, ein Rechtsstaat zu werden. Das ist auch richtig, dass Deutschland Tunesien dabei unterstützt. Auf der anderen Seite haben wir Fälle, wo deutsche Kinder in der tunesischen Wüste sitzen und die tunesischen Behörden die rechtskräftigen Urteile ihres eigenen Landes nicht in der Lage sind, in der Provinz zu vollstrecken. Und diese beiden Mädchen aus Hannover im Grundschulalter seit 2 Jahren in der Wüste sitzen und alle deutschen Vertreter, die in Tunesien sagen, in einem Rechtsstaat muss ein Urteil auch vollstreckt werden, da wird mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, Sie wissen ja, wie das ist so in der Provinz. Also das heißt, wir müssen doch auch als Deutschland dann im Gegenzug auch den Druck ausüben. Wie wollen Sie das denn dann noch machen, wenn Sie diesen Ländern bereits einen Freifahrtschein geben und sie als sicher anerkennen? Liebe Frau Kollegin Keul, danke Ihnen sehr für den Hinweis. Sie werden immer Einzelfälle finden, wo das Exempel insgesamt nicht passt. Ich möchte Ihnen aber sehr klar 3, 4 Punkte nennen, wo wir handeln müssen. Das erste ist im Bereich der beruflichen Zusammenarbeit, der beruflichen Qualifizierung, indem wir Migrationszentren aufbauen, beispielsweise in Tunis, da habe ich eins besucht, wir haben auch im Senegal welche. Es geht darum, dass jungen Leuten im Rahmen der Berufsberatung etwas angeboten wird. Zweitens geht es um die Frage Qualifizierung für Rückkehr, aber auch Qualifizierung für Ort im Rahmen von Ausbildungspartnerschaften. Drittens geht es, Sie können die Zeit weiterlaufen lassen, weil Sie die Frage unmittelbar in meine Rede überlässt. Das ist aber trotzdem sehr fair, dass Sie die noch anhalten. Der dritte Punkt, ich antworte darauf, geht um die Befähigung der dortigen staatlichen Sicherheitsorgane. Es geht darum, dass Gefährder im Rahmen der Menschenwürde, im Rahmen der rechtsstaatlichen Gesetze, an denen deren Beratung und Erarbeitung wir ja mitwirken, dass die staatlichen Behörden diese auch anwenden, dass die Staaten dort in der Gefährdungsanalyse mithelfen, jungen Leuten Perspektiven zu bieten. Da sind wir mitgefordert.
und Deradikalisierung einleiten für die, die bereits beim IS waren oder dahin tendieren, oder aber in der Prävention die Radikalisierung verhindern. Und, was aus meiner Sicht ganz entscheidend ist, dass wir im Rahmen der Rechtsstaatsprogramme der Europäischen Union, aber auch bilateraler deutsch-tunesischer Projekte, ganz arg, Frau Kollegin Keul, in diese Richtung schauen und unsere Ansprüche klar machen. Ich will nämlich deutlich machen, dass die Anerkennung als sicherer Drittstaat nicht ausreichend ist. Es mag notwendig sein, um die Lage dort zu verbessern, weil die Staaten das auch anstreben. Aber es ist nicht hinreichend, weil wir begleitende Maßnahmen erbringen müssen. Und dazu gehört auch, und das sage ich ja in fast jeder Rede gebetsmühlenartig, wenn es um diese Regionen geht, wir müssen faire Handelspartnerschaften ermöglichen. Wir brauchen Marktöffnung für deren Produkte und das begleiten mit rechtsstaatlichem Druck auf entsprechende Polizeien, auf die Gerichte. Das muss alles miteinander verknüpft werden. Und dazu gehört eben auch, gerade im Bereich der Investitionen, dass wir in Zukunftsbranchen dort investieren. Das ist moderne Landwirtschaft, das ist IT und auch der Bereich der Energien. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen das sehr ausführlich beraten. Und mein Rat ist auch, dass wir den Maghreb gesondert betrachten, weil sie zu einem gemeinsamen Verantwortungsraum im Mittelmeer gehören. Und der Mittelmeerraum sollte nicht zwischen Afrika und Europa unterscheiden. Es ist unser Verantwortungsraum. Es ist also ein Signal der Ermutigung, das wir geben würden mit sicheren Herkunftsstaaten. Es ist ein Vertrauensvorschuss. Aber, und ich sage das ganz bewusst, wir müssen es verknüpfen mit einer strategischen Investition in diese Regionen, damit sie sich zum rechtsstaatlichen Raum der Europäischen Union, zum gemeinsamen Verantwortungsraum bekennen. Da unterstütze ich das, was die Frau Kollegin eben angesprochen hat. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung